Spiel, das ist schon weit oft genug im Stadion vorgekommen, dass bei völliger Dunkelheit gespielt wurde. Und Tor! Ein herrliches Tor von Hans Krankl. Den Ball hat er so serviert bekommen, wie er es gern hat. So, hier die Wiederholung. Das war in der 20. Minute. 1:0 für Rapid durch Hans Krankl. Ein Kopfball, der nicht zu halten war. Auch in diesem Fall, ja, das ist die Wiederholung, Achtung. Krankl sprintete dem Ball entgegen. 17. November 1979. Schlachtenbummler Fahrt nach Linz. Wo die Defender zum Zug gekommen sind, die haben schon randaliert, waren betrunken schon und haben schon taschenweise die Flaschen mitgehabt. Ne? Wie alt sind die Leute? Na, ich schätze so von 14 bis 20 Jahre. Und dann im Zug selbst? Im Zug haben sie dann schon noch weiter getrunken, gesoffen praktisch, ne? Und die Reisenden belästigt. Nach St. Pölten eigentlich ist dann richtig losgegangen. Ne? Da ist ihnen schlecht geworden durch die Zugfahrt. Die Jungen, die 14-jährigen Burschen haben es erbrochen im Waggon. Ne? Wenn Sie die Leute ermahnen, was hat man da für ein Gefühl, wenn man zu so einer Horde dazusteht? Naja, sie nehmen schon drohende Stellung ein. Man muss schon eigentlich Angst haben, dass man, wenn man sich umdreht, dass man eine von hinten drauf bekommt. Ne? Im Rudel fühlen sie sich sehr stark, möchte ich sagen. Haben Sie Angst gehabt beim Reingehen? Nein, würde ich nicht sagen. Also, aber man muss sich direkt fürchten, manchmal. War nur mal die kritische Stelle, da haben jugoslawische Gastarbeiter passt. Also, die gewartet drauf, dass es eine Schlägerei kommt. Und die Jugoslawen haben alle Messen eingesteckt. Das habe ich erst nachher erfahren durch die Polizei. Ne? Und da war es natürlich fürchterlich ausgegangen. Sie haben auch Waffen mitgeführt, und zwar ganz gefährliche Waffen. Wenn ich hier vielleicht zeigen darf, einen Schlagstock, der hier mit Spikes und Nägel beschlagen ist. Oder Sie haben mitgeführt Kettenteile von Autoketten offensichtlich. Und dann etwas ganz Gefährliches, nämlich etwas, womit Sie offensichtlich zeigen wollten, dass Sie vielleicht über irgendeinen Spielverlauf Freude haben. Einen Sack mit nichts anderem als Zeitungsschnitzeln, also so wie es vorkommt, dass man eine Freude hat und die Freude zeigt, aber in diesen Zeitungsschnitzeln sind dann Steine enthalten und diese Steine sollten offensichtlich dazu benutzt werden, um Spieler oder vielleicht den Schiedsrichter oder dergleichen eben zu treffen und vorsätzlich, muss man hier schon sagen, zu verletzen und vielleicht dann irgendeinen anderen Ausgang des Spieles zu erzwingen oder einen Abbruch oder dergleichen. Zum Teil haben wir schon gedacht, dass es vielleicht Angestellte sind, die was ihm sagen müssen, küsst die Hand nicht vor oder Tag der Herbert, was darf ich dienen? Und dann am Wochenende ihre Emotionen ausladen. Aber es waren ja Schüler auch dabei. Betrunken? Ja, alle waren betrunken, durch die Bank durch. Und diesmal haben wir Gott sei Dank die langen Stöcke nicht hereinlassen, nur die kurzen haben die Fahnen und da sind vorne Nägel reingeschlagen. Ne? Und ich habe es am eigenen Leib gespürt auch. Ich habe mich da mal aufgehalten, weil sie am Tormann hinten, beim Reservespiel, hinter dem Tor reingestochen haben beim Netz. Und da hat man natürlich gleich, einer von den Jugendlichen, hat man gleich einen Hut eingezogen, ja, und hat man gleich eine runtergehauen, habe ich natürlich gleich geblutet, eine Mordsanschwellung an der Lippe, und so geht es natürlich nicht weiter. Auf die Frage, wie stellst du das vor, wenn du mit so einer Kette miteinander schlagst, du bist ja ganz Leben unglücklich. Sagt er, das macht mir nichts. Und da kann ich nicht mehr sagen, dass der normal ist. Yeah.
Hans Krankl, ein Idol mit Zeitverzögerung. Dann haben wir dann weiter aufgebaut in der Jugendmannschaft, Junioren. Da haben wir die ganze Zeit gehabt. Leider haben wir dann Trainer gehabt, die was gesagt haben, also Krankl, wer ist? Man pfeift auf den Nachwuchs. Da haben wir andere Worte noch genannt und dann haben wir weggegeben. Und dann hat er müssen 9 Tore schießen bei WRC, dass man wieder geholt hat. Ne? Der Karrierebeginn bei Rapid liest sich wie ein Auszug aus dem Guinness-Buch der Rekorde. Von 1972 bis 1978 wird Krankl 6-mal Fußballer des Jahres, 3-mal Torschützenkönig in Österreich, erringt 1974 den silbernen Schuh, wird 1978 mit 41 Toren Gewinner des goldenen Schuhs für den besten Torschützen Europas und hält damit bis heute unangetastet den Torrekord für Österreich. Er landet ebenfalls 1978 bei der Wahl zum Fußballer Europas auf Rang 2. Kein Wunder, dass Hans Krankl schon bald das Interesse ausländischer Clubs erweckt. Möchten Sie eigentlich lieber in Wien bleiben und hier weiterspielen? Na, das weiß ich noch nicht. Das hängt ab vom Finanziellen. Unsere jüngste Hans Krankl. Der jüngste Spieler von Rapid. Ja. Servus. Servus. Ich darf im Namen des Sportclubs Rapid des Präsidiums der Freunde Ihnen Krankl. Alles Gute, sportlichen Erfolg. Nach der Weltmeisterschaft 1978 und seinen beiden Zaubertoren gegen Deutschland verlässt Krankl Hütteldorf in Richtung Barcelona. 2 Jahre später kehrt er wieder nach Österreich zurück, geht allerdings zunächst noch fremd. Im Vienna-Dress erzielt das Rapid-Denkmal außer Dienst gleich bei seinem ersten Spiel nach seiner Heimkehr ein Tor. Und das im Hanapi-Stadion gegen Rapid. Nach einem neuerlichen Intermezzo beim königlichen Fußballclub in Barcelona kehrt der verlorene Sohn schließlich im Jänner 1981 zu seinem Stammverein zurück. Und auch die Fortsetzung der Liebesgeschichte in Grün-Weiß verläuft erfolgreich. Krankl wird einmal Torschützenkönig, 2-mal Meister, 3-mal Cupsieger und erreicht 1985 das Finale im Europapokal der Pokalsieger. Auch angesichts dieser Erfolge bleibt der Goleador bescheiden und ein echter Wiener. Wenn ich sage, Geld bedeutet mir nichts, dann werden alle sagen, der liegt oder der... Das ist ein Trottel und ich meine, man kann auch nicht sagen, man kann auch nicht behaupten, Geld bedeutet mir nichts, denn ich habe eine Familie, ich muss meine Familie ernähren, ich muss Geld verdienen, ich will Geld verdienen, ich verdiene auch mehr Geld wie andere Arbeiter, dadurch muss ich auch mehr leisten und dadurch braucht man das Geld, aber wie gesagt, es ist sehr schön, dass ich das Geld, dass ich viel Geld verdiene, dass ich das Geld habe, aber würde ich dieses Geld nicht haben, na, dann wäre ich eben ein Arbeiter und wäre genauso glücklich. Thank you.
Vor jedem Wiener Spiel tankt man in einem nahegelegenen Gasthaus Stimmung, wie auch vorgestern. Vor dem Spiel, ich war heute Mittagessen, da habe ich Folgendes gesehen, dass drei junge Burschen in Rapid-Kleidung sich maximal zwölf und drei Achtelspitzen in Gasthaus bestellt. Also daraus kann man sich einen Schluss ziehen, was am Spielfeld dann also auf der Tribüne passiert. Hat man das gesehen, wie der dann rausgegangen ist? Ja. Also schon leicht betrunken, ne? Burschen mit 12 Jahren. Das ist kein Witz. Linz hat alle gewarnt. Strenge Kontrollen im Weststadion bei Rapid gegen Sportclub. Alles wird weggenommen. Das Schal, auch was von Schal innen, auch von innen. Ich brauche keinen Schal. Das ist eine Religion. Ich brauche, ja, Religion habe ich auch. Aber Schanze, kein Rapid ist eine Religion, richtig? Da brauchst du noch einen Brand. Weg. Wir müssen noch einmal stehen. Wir stellen es da her, ja. Dann ist weg. Na, wenn es weg ist, ist es weg. Dann, was soll man machen? Vor den Augen der Exekutive werden betrunkene Halbwüchsige von Freunden in ihr Ghetto hinter dem gegnerischen Tor geschleppt.
Eine gefährliche Minderheit treibt dort die übrigen Jugendlichen zur Aggressivität. Ja, vorhin sehen Sie mal Ketten in so. Ich glaub's nicht, dass das noch. Das ist ein kleiner Ketten für eine Schilette, was da herkommt, die was da angenäht wird. Ich glaube Ihnen das nicht. Die nimmt's ab, sag mir, nimmt's ab. Hab ich schon einen Ketten? Ja, ich glaub's nicht. Hand, mehr mal. Willst du das sehen? Ja, ich will nicht sehen, weil ich es nicht glaub. Hey, was ist die Flagge? Da sind die Kleinen und die Großen sind versteckt. Die Großen sind irgendwo versteckt, das sag ich euch. Randale, Randale, Randale. Auf Chile auf, auf Chile oder auf Fenan. Haben schon mal hier gerade mit so Ketten? Eigentlich noch nicht. Nein, weil zum Beispiel, ja, für den Zuckerbäcker muss man sich immer fürchten. Man weiß nicht, was mit denen einfällt. Deswegen tage ich sie immer bei mir. Keiner fürchtet sich. Vorsichtshalber. Wer sind die Zuckerbäcker? Die Zuckerbäcker sind die... Die Zuckerbäcker sind solche Regeln von der Austria, ja. Bei denen weiß man nie, was denen einfällt. Ich bin auch gegangen in der Kurfsatz bei Schaas, ja. Kohlspots, bin ja auch gegangen, ja? Was war? Kommen auf einmal ein paar Austrainer und zwei Zuckerbäcker waren dabei, fangen auch Krähen an. Na was ist? Ich bin gleich eine Mühe gemacht, ne? Was wir machen hier auch gegen zwei Zuckerbäcker? Nix in Sack, ob da eine Kinder haben, dann bitte wehe mit. Sie gehen jetzt immer schnell. Und zwei Jahre später sind sie auch wieder da. Die Zuschauer füllen die Ränge und erfreuen sich vor allem auch der Neueröffnung des heutigen Hanapi-Stadions. Alle waren sie beeindruckt. Beeindruckt vom Weststadion, von seiner Zweckmäßigkeit, von seinem Komfort und von seiner baulichen Schönheit. Herbert Prohaska versucht vergebens, den Premierentreffer im Weststadion zu schießen. Das bleibt letztlich doch dem Gastgeber vorbehalten. Pavlek mit dem 1:0 Siegestreffer für Rapid. Schauen Sie, das ist so genauso wie in Graz, wie in Linz, und in Innsbruck ist egal, wo wir sind. Wir sind keine braven Buben, das wissen wir alle selber, was aussieht mit. Wir machen viel Randale und so. Na was ist das Randale? Was ist euer Begriff? Was ist das? Wir gehen in ein Lokal rein, führen uns auf. Na wie führt sich auf? Ja, was soll ich sagen, wie lang? Ja, Händelknochen durchs Lokal schießen, wir laden Bier durchs Lokal und so. Ich möchte noch eins sagen, das hat sich mit der schlechten Rapid getan. Ich möchte eins sagen, echt alle, was nicht mit von die halten total auf Rapid und für die gibt es noch eins, echt, wenn Rapid Master wird, das ist das Größte für alle, was mit von was noch gehen kann. Ja, aber es gibt genug Zuschauer, die kommen nicht mehr, weil ihr da seid, weil ihr die Leute terrorisieren. Schon terrorisieren, das ist so, ich sage noch eins, Rapid ist der einzige Verein in Österreich, was einen Anhang hat. Wenn die anderen nein, erst die wissen, ihre genauso einen Anhang hatten. Der Rapid-Anhang kann nicht so berüchtigt sein, weil da war jeder Anhang genauso wie wir. Wir sind deshalb berüchtigt, weil wir der Einzige sind in Österreich. Die anderen Fans, schauen Sie die Austria-Fans, finden sich genauso auf. Das sind weniger, die kennen sich nicht so aufhören wie wir, das ist klar. Ich meine, 20 Leute können sich nur so, nie so aufhören wie 100 oder was, nicht? Was haben Sie da im Gesicht eigentlich? Was ist das für Farbe? Ja, so, auf der Art wie ein Wimperntusch. Wie geht das runter wieder? Wir sehen, kommt drauf an, ich weiß nicht. Na, und wie lange feiern Sie, wenn die Rapid heute gewinnt? Wie lange dauert das? Es kommt drauf an, na, heute werden wir lang feiern, gegen Sportclub ist eine Siegpflicht, nicht? Ja. Aber ja, geht es ja schon vorher zum Pavlik rauf, nicht? Da geht es ja schon vorher rum zu ein bisschen, nicht? Sicher. Na, was ist, wenn da ein Austria-Anhänger reinkommt ins Lokal? Was passiert denn? Dem passiert überhaupt nichts, weil der traut sich gar nicht rein da oben. Sie schauen, die rhetorische Frage. Cool, es waren schon welche drinnen, passiert dann überhaupt nichts. Und wenn sich jetzt ein Austria hängt, da mitten in den passiert nichts, er wird angestehen und geschimpft, das passiert. Ich meine, wenn er reinkommt und uns ausstehen kann, das ist klar, dass wir hier haben, nicht? Ich meine, wenn er nur reinkommt und sie hier sitzt, als er Bier bestellt oder was. Habt ihr schon gerecht manchmal und dann sind so Leute, die euch provoziert haben. Sicher, sonst sie sagen, nein, wenn die Austria nach Hildorf kommt, kriegt die Austria die Schläge. Aber wenn wir in Bruder kommen, kriegen wir die Schläge. So ist das. Ja, und das geht aber dann blutig aus, ne? Das kommt auch drauf an, nicht immer. Zum Beispiel das letzte Davis war total sauber, nichts passiert. Keine Kleinigkeit passiert. Ja, aber es kommt davor jetzt mit Schlagring, Ketten. Da gibt es eine Eisenanlage in der Nähe vom Westbahnhof, wo sie hier die Ketten für die Auswärtsspiele besorgt. Keine Ahnung. Das machen Sie nicht? Nicht notwendig. Wieso? Mit was arbeiten Sie? Die Fest. Schauen Sie, ich kann mich so am die Fest auch verteidigen. Ich brauche keine Ketten. Der Ketten ist eine Linke. Wer ist die Nummer 1 in Wien? Eine Frage, die seit jeher beschäftigt. Rapid oder Austria? In den Anfängen der Bundesliga-Geschichte ist die Antwort darauf
Rapid. Die ersten zwei Derby-Siege im Jahr 1974 gehen an Grün-Weiß. Und was auch damals schon ebenso gebrannt hat wie heute, ist das Feuer der Rivalität. Was war da in Linz? Was? Nachgegangen sind sie, die Bauern. Na, was habt ihr gemacht? Was? Was habt ihr gemacht? Na, klar, da wir sind. Na, hingehört. Habt ihr mit den Käden hingehört? Nein, nur mit den Fest. Käden hat noch nie einer hingehört. Aber die habt schon mit, die Käden. Na ja, manche schon. Was kostet ihr Käden? 40. Das wissen wir nicht. Wo kauft ihr die Käden? Essen. Die geben euch die Käden, die wissen nur genau, was ihr damit macht mit diesen Käden. Was? Die wissen doch genau. Das geht ja ihnen nichts an, was man macht. Na, was kriegt, wenn euch die Käden abgenommen werden? Kauft euch wieder neue? Voll. Das bleibt uns nur über. Was gibt's noch für Waffen außer Käden? Was? Schärfenpulver. Gaspulver da. Aber was ist es? Gaspistolen. Ja, und was macht man mit einer Gaspistole? Man schießt sie damit, oder? Sicher, wart ihr schon mit dabei, wie das war? Nein. Wenn wir in Salzburg 3.10. haben, wäre das nächste Mal rausgefahren mit irgendeinem Drum, mit einer Kette oder mit einer Gaspistole, weil das muss aber nicht gefallen lassen. Haben Sie ja Ketten oder Gaspistole? Was? Ich hab die Ketten mitgehabt in Salzburg, ich streit's gar nicht da oben, unten. Ja. Wir haben es eh weggenommen, also für den Fall hat es eh gehabt. Wir haben gehabt in Salzburg eine Massenschlägerei, dass das so weit war, dass die Rapidspieler bald aus dem Autobus rausgeguckt waren und das uns geholfen hätten. So geht's da zu. Alles andere als Feuer und Flamme sind hingegen die Fans für den Wiener Fußball Mitte der 70er. Das Derby ist tot. Der Schlager ist zum müden Abgesang einer einst heldischen Epoche geworden. Ein Wiener Derby vor leeren Rängen wie damals beim ersten Sieg der Austria ist heute kaum vorstellbar. Die Tristesse der mageren Derby-Jahre ist auch den echten Fans dieser Zeit anzumerken. Also das ist ein Witz jetzt, ja? Kein Geschäft mehr für Sie auch nicht. Geschäft sind Sie. Ich komme runter wie ein Fußball sehe. Das ist mein ganz, das ist mein Hobby, ja? Und heute ein gutes Fußballspiel. Da müssen sie 2-3 Jahre warten. Es muss nicht feiern, feiern! Feiern, feiern! Wir können nur mehr feiern! Zeig! Wer ist das denn? Ja! Das sind Schwierigkeiten, ne? Das sind Schwierigkeiten.
Grundsätzliches zu sagen, dass ein Großteil der jugendlichen Anhänger ja nur begeisterte Buben sind und einige Außenseiter sich immer darunter mischen, die gewisse Schwierigkeiten machen. Wir von der Exekutive versuchen, diese Außenseiter zu eliminieren, indem wir sie entweder aus dem Stadion weisen, so wie ihre habhaft werden, und sofern sie auch eine strafbare Handlung setzen, werden sie angezeigt und unter Umständen, wenn die gesetzlichen Haftgründe vorliegen, festgenommen, dem Kommissariat überstellt und dann entsprechend abgestraft. Ich bin da der Platz am Weißer nicht. Und natürlich haben wir einen Auftrag von Herrn Binder, dass die Jugend da nicht rüber darf, weil das sind bezahlte Sitze, dass die eine Ruhe haben. Und natürlich rennen die immer hin und her, so wie zu einer gesagt, geht's einmal weg, lasst ihnen leider Ruhe. Und dann wurde es andere, natürlich haben sie ein paar Buben mit so Malen zusammengeschaut und die nimmt das eine Mal bei der Hand und sagt, geh weg da. Und der geht sowieso geschlechter zu mir, sonst hast du erwartet, dass du gleich da liegst. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass das früher passiert wäre. Es ist aber, wenn ich das so richtig sehe, immer nur eine Minderheit von jungen Leuten, die sich also hier, die hier ihre Aggressionen abbaut. Und man müsste halt versuchen, wie gesagt, durch also wirkliches sachliches Verständnis einmal die jungen Leute dorthin zu führen, wo es also wir für richtig halten, dass sie eben ihre Sportbegeisterung doch in Grenzen halten, soweit das es möglich ist, aber zumindest, dass er nicht zu Ausschreitungen kommen darf. Ja, ich muss eines dazu sagen, dass also unsere Jugend nicht anders ist als die Jugend in ganz Europa und wir gegen die Minderheit, die immer wieder Ausschreitungen macht bei uns im Stadion, also mit verstärktem Ordnerschutz und mit verstärktem Polizeieinsatz durchgreifen. Aber während dieses Interviews mit Manager Binder schenkt man den Jugendlichen bei den Buffets weiterhin Alkohol aus. Es gibt immer mehr Aggressionen und Jugendliche, die auf Fußballplätzen provozieren, Streitereien. Ja, ich werde nicht die Goschen haben. Ich bin seit 38 Jahren Rapid, aber ich sehe nie mehr, was da was umrennt. Marschiert. Spurt gewonnen, ne? Ja, ist der Spurt gelungen. Marschiert. Wieso kommt es zu solchen Auseinandersetzungen? Ja, weil alle auch so sind, so viel Seidel, wir sind steppert. Ja. Was ist denn? Ja, Seidel aber nicht. Ja, was ist denn? Na, wieso kommt es zu solchen Streitereien überhaupt? Warum? Ist das notwendig? Ja, ich geh auf keinen los. Ich geh seit Nacht, dass er da warst du gerade auf der Weltmeisterschaft mit da hängen. Weißt du? Da ist er schon. Da ist er schon. Da ist er schon. Da ist er schon. Da ist er.
So, auch nicht viel weniger. Da geht es ja genauso zu. Dann glauben Sie, dass das die Zukunft ist. Ich meine, Sie können nicht immer so weiter. Es ist sicher nicht die Zukunft. Zukunft ist keine. Es ist sicher nicht die Zukunft. Hast du heute schon ein bisschen zu viel getrunken, was? Bisschen, aber trotzdem. Rapid ist eine Religion. Es gibt sonst nichts anderes. Nur Rapid. Scheiß auf Weiber. Scheiß auf alles. Es gibt nur Rapid für mich. Richtig. Ja, und gegen wem kämpfen Sie da für die Rapid? Ich kämpfe gegen niemanden, gegen alle anderen, was Rapid schimpft, gegen die kämpfe. Ja, mit was für Waffen? Mit meinen Fäusten, nur mit meinen Fäusten. Sonst gieße ich nur Fäuste. Ich mache kein Messer, ich mache keine Pistole. Ich mache nur meine Fäuste. Genau. Ich liebe Rapid. Es gibt nie im Leben was anderes für mich als ich Rapid. Jugendlicher Enthusiasmus und wahre Begeisterung bilden die gesunde Basis für jeden Verein. Nun gilt es, Aufwiegler und Rowdies von diesen jungen, noch unverdorbenen Menschen fernzuhalten.